Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr am Start seid. Ich wünsche euch einen geilen Tag, ich wünsche euch eine geile Woche oder halt zumindest so viel, wie ihr bis jetzt schon gehabt habt. Und heute habe ich mir gedacht, gibt es mal wieder eine Runde Champions Raten. Na, jetzt hätte ich fast gesagt Champions Braten, wäre bestimmt auch ganz interessant. Jetzt könnt ihr mal fragen, welchen Champion würdet ihr am ehesten braten? Ne, die Top Jacks, oh Gott. Nee, Jacks auf jeden Fall nicht. Okay, ja, wir verfangen uns hier. Auf jeden Fall habe ich mir heute auch ebenfalls die Champions rausgesucht, ja, das kombinieren wir, die von den meisten Leuten ge-OTP'd werden, ja, One-Trick-Pony. Was ist ein One-Trick-Pony? Für alle, die es nicht wissen, das sind die Leute, die zum Beispiel nur ein Champion spielen, ja, das heißt, jemand, der Anivia spielt, Anivia, die ganze History, 30, 40, 100 Games, nur Anivia, ja, den ganzen Tag, das ganze Jahr, das ganze Leben lang, immer nur Anivia, als Beispiel. Und es gibt natürlich Champions, die potenziell besser geeignet sind, weil sie sehr, sehr viel Spaß machen oder irgendwie sowas in der Richtung oder weil sie cool sind. Ja, und das werden wir heute herausfinden. Das heißt, wir fangen mit Platz 7 an. Ich werde euch ja, wie gesagt, Tipps geben. 4 Stück an der Zahl. Sie werden immer ein bisschen einfacher werden. Heute insgesamt in einfache Editionen, denke ich. Und das Ganze ist so, dass wenn ihr beim ersten Tipp schon den Champion erratet, bekommt ihr 4 Punkte. Wenn ihr es beim zweiten Tipp erratet, 3 Punkte. Wenn ihr es beim dritten Tipp erratet, 2 und beim letzten 1 Punkt. Wichtig hierbei ist, wenn ihr beim ersten Tipp euch festlegt, ja, das ist der und der, das ist Zed, ne, dann dürft ihr nicht weiterraten, ja. Wenn ihr verkackt habt, dann habt ihr verkackt, das ist halt so ein Gamble, ne, da müsst ihr ehrlich zu euch sein. Egal, auf geht's. Wir kommen zum 7. Champion auf meiner Liste. Und zwar Tipp Nummer 1. Etwas, das mich unterdrückt hat, ist jetzt meine Stärke. Ja, also könnten viele Champions sein. Ich quatsch euch ja auch immer gerne ein bisschen dazwischen, damit ich euch vielleicht auch ein bisschen ablenke. Ihr könnt natürlich auch gerne kurz Pause machen und überlegen, aber nicht die Champions durchgucken. Tipp Nummer 2. Dieser Champion ist relativ neu. Deswegen wundert es mich, dass er dabei ist, beziehungsweise dass sie dabei ist. Ja, da muss ich sagen, also ich habe mich bei diesem, die anderen Champions habe ich mir gedacht, ja, ne, könnte man wohl sagen, aber bei dem Champion dachte ich mir, Heilige, ach du Heilige. Tipp Nummer 3, sehr, sehr kurz und knackig, Spin to Win. Und dann sind wir auch schon angekommen bei Tipp Nummer 4 und zwar, was dir gehört, gehört jetzt mir. Und damit decken wir das Ganze auf. Der 7. Champion ist tatsächlich Sylas. Sylas, Sylas, keine Ahnung, wie man diesen Champion nennen möchte. Und zwar wird er von 2,3% aller Spieler gemaint. Naja, das klingt jetzt vielleicht nicht viel, aber 2,3%. Es gibt über 100.000 Millionen Champions. Ich glaube, keine Ahnung, 140 oder so sind es auf jeden Fall schon. Und 2,3% aller Spieler spielen diesen einen Champion. Und vor allem, er ist ja gerade erst rausgekommen. Klar, jetzt kann man vielleicht sagen, okay, vielleicht spielen ihn jetzt gerade alle, weil er eben neu rausgekommen ist. Aber sie spielen halt nur Sylas. Tag ein, Tag aus. Ne? Also, man muss auch definitiv sagen, dieser Champion macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ne? Und Playrate-mäßig liegt er bei 15,4%. Das ist viel. Aber die anderen Champions haben teilweise auch sehr gute Playrates. Kurz, was die Tipps angeht. Ja, er wurde unterdrückt durch die Kette natürlich. Ja, ne? Und jetzt ist es seine Stärke, weil er damit kämpft. Ich habe extra gesagt, dieser Champion ist relativ neu. Ja, hätte ich gesagt, dieser Champion ist brandheiß neu, wäre es natürlich zu einfach gewesen. Spin to win, weil er sich jedes Mal mit seiner Passive dreht. Und natürlich kann er dem Gegner seine Sachen klauen, seine Ultimate. Und deswegen gehört es, was ihm gehört, gehört jetzt mir. Ne? So gesehen. Damit gehen wir weiter, ne? Zu Platz Nummer 6, zum nächsten Champion. Ein Regen aus Projektilen fliegt auf dich zu. Ist eigentlich ziemlich einfach, wobei ich das immer bei diesen Videos sage. Und dann verwirre ich euch. Und für mich ist es ja einfach, weil ich weiß, welcher Channel es ist. Ihr müsst erstmal mal durchrattern, wer könnte das alles sein. Und wollt ihr euch dann wirklich festlegen? Bist du dir sicher, dass du dich festlegen willst? Ganz sicher. Denn, Tipp Nummer 2, manchmal aber auch nur eins. Bist du dir wirklich sicher, dass du dich auf diesen Champion, den du gerade im Kopf hast, festlegen willst? Ich sag's extra nochmal. Bist du dir sicher? Denn jetzt kommt Tipp Nummer 3 und ich hoffe, du hast nicht bereut. Manchmal fliegt er bzw. sie auch direkt auf dich zu. Hm. Ganz großes Hm. Und dann sind wir bei Tipp Nummer 4. Manchmal intet er / sie dabei, obwohl der Spell eigentlich dabei hilft, dass er oder sie nicht intet.
Der Champion, den wir gesucht haben, ist Kaiser. Auch ebenfalls hier 2,3%, wahrscheinlich 2,3041 oder was weiß ich, ein bisschen Prozent mehr als bei Silas. Ne, auch hier muss man sagen, Popularity bei 22,8%. Das heißt, ne, Kaiser ist absolut ein Champion, den richtig, richtig viele Leute sehr, sehr gerne spielen. Ja, ein Projektilregen, das ist natürlich die Q, manchmal aber auch nur eins, das ist die W, manchmal fliegt sie direkt auf dich zu, das ist die Ultimate und dieser gibt dir natürlich auch ein Schild und der sollte dir helfen, nicht zu hinten, aber wie man das so kennt, ne, wenn man alle Leute reinultet, geht das halt auch oft in die Trousers, ne? Kaiser muss man definitiv sagen, genauso wie Silas sind Champions, die sind sehr agil, die sind sehr flott, die haben viel Mobility, die haben richtig Bock, gerade solche Champions sind immer sehr, sehr gut, um sie zu OTPen, weil die nicht langweilig werden, ne? Viele Leute fragen mich immer, Tobi, welchen Champion soll ich OTPen? Und dann sage ich, ja, der, der dir Spaß macht. Denn ich kann euch nicht sagen, ja, spielt Nasus, der ist broken, zum Beispiel, aber der ist giga langweilig, ne? Du kannst keinen Champion spielen, den du nicht 50 Games spielen kannst, weil der einfach zu langweilig wird, ne? Deswegen ist das immer sehr, sehr wichtig bei OTPs, die müssen Bock machen. Beim nächsten Champion, ja, gucken wir mal, ne? Und zwar, Tipp Nummer 1. Ein rundes, nicht festes Gefängnis. Was könnte das sein? Also ja, ich weiß, dass du schon wieder was im Kopf hast, aber ich frage dich, bist du dir wirklich sicher? Bist du dir sicher, dass du das einloggen möchtest? Tipp Nummer 2. Meine Pässe verleiht Movement Speed. Abgekürzt auch MS. Tipp Nummer 3. Meine Ultimate hat eine Range von 2750. Für alle, die das nicht einordnen können, das ist sehr weit. Sehr, sehr weit. Sehr, sehr weit. Also bei mir ungefähr von hier bis zum Dönermann. So weit ungefähr. Vielleicht sogar noch ein bisschen weiter. Vielleicht. Der macht aber auch Pizza, ne? Also, und Burger. Ja, und die letzte, der letzte Tipp. Heal, Damage, Heal oder Damage, Heal, Damage. Damage wird auch abgekürzt mit DMG. Das Ganze lösen wir auf und zwar haben wir hier, was mich auch ein bisschen wundert, Nami. Ja, Nami mit 2,5%. Wundert mich tatsächlich sehr, weil ich hätte nicht erwartet, hier einen Supporter auffinden zu treffen würden. Ein rundes, nicht festes Gefängnis. Ja, die Q ist Accra Prison. Und ich weiß, dass ihr an Yorick gedacht habt, bestimmt. Ich wollte erst sagen, ein rundes Gefängnis. Na, und dann dachte ich mir, aber da bait ich euch wieder in die falsche Richtung. Das ist unfair. Man muss ja auch die Chance haben, beim ersten Tipp den Champion zu erraten. Und wenn ich sage, ein rundes Gefängnis, ja, Yorick. Nein, ist falsch. Na, Passive verleiht Movement Speed. Ist einfach so, wenn du zauberst, auch die Ultimate, Leute. Wenn ihr die Bubble auf dem Teammate wirft, dann kriegt ihr Movement Speed. Wenn ihr die eure Leute durch die Ulti durchlaufen, kriegen die Movement Speed. Na, die hat sehr, sehr viel Range, 2050. Und die W macht natürlich Heal Damage und Heal, also sie springt weiter. Ja. Weiter geht es mit dem nächsten Champion. Und jetzt langsam wird's crispy. Und zwar, ich werde oft zu Unrecht als Noob-Champion von anderen Noobs betitelt. Oh Gott, das Video wird zu lang, wir müssen Gas geben. Scheiße, wie habe ich so viel getrödelt? Wie kann das sein? Ich kaufe auch aktuell sehr gerne den Spear of Shoujin. Sobald ich diesen habe, verquadrupliziert sich meine Mobility. In Klammern, sehr, sehr viel Mobility. Also sehr viel, also wirklich viel. Also wirklich viel. Und Tipp Nummer 4, außerdem liebe ich CDR. Ihr könnt natürlich das Video kurz anhalten, ne, wenn euch das zu schnell ist. Ne? Das sei erlaubt. Hier haben wir, wer hätte es gedacht, also da wäre ich auch so drauf gekommen, Riven. Ne? 3% aller Spieler spielen Riven. Riven ist einfach der OTP-Champ. Ne? Das brennt sich einfach ins Gehirn ein. Ja, man muss sagen, viele bezeichnen sie auch als Noob-Champ, wenn sie andere zerstört, aber Riven ist wirklich ein schwerer Champ. Jeder, der es nicht sagt, oder jeder, der sagt, dass sie nicht schwer ist, ist ein Noob. Tut mir leid. Außerdem, ja, Spear of Shoujin ist komplett GG auf sie, denn sobald sie das Ding hat, die dasht dir, die hat halt den E und dreimal die Q, die springt dir, kommt, du hast gar keine Chance, das ist komplett, das ist wirklich retard. Also wirklich retard.
Ja, so Riven ebenfalls, wie schon in meinem Raster gesagt, sehr cooler Champion, sehr mobil, sehr aktiv. Man hat viele Möglichkeiten, man hat auch Play-Möglichkeiten, das ist auch immer sehr, sehr wichtig. Und deswegen hier Riven. Gehen wir weiter, und zwar Szenario 1. Ich werde super fett, renne von Lane zu Lane und kille jeden und später inte ich dann. Und bin useless. Oder ich bin useless und inte. Erst dann. Also irgendwie so in der Richtung. Meistens bin ich aber useless. Szenario 2. Ich inte direkt und bin dann das ganze Game useless. Ich meine, das könnten viele sein. Das könnte legit fast jeder sein, aber einige nicht. In den richtigen Händen eine Legende, in den falschen Händen eine Kartoffel mit Ohren. Ihr solltet jetzt nicht zu sehr auf die Kartoffel konzentrieren. Wobei Ohren schon ein guter Tipp ist. Obwohl das nicht mal beabsichtigt war. Szenario 4. Ich komme bei einem werten Herrn in die Champion Selection. Ich logge meinen Champion ein und aus unerklärlichen Gründen dodge dieser. Das, meine Freunde, ist Lee Sin. 3,2% aller Spieler mainen Lee Sin. Und bei Lee Sin muss man natürlich sagen, ja, der letzte Tipp war so ein bisschen Insider. Also ich, wenn ich einen Lee Sin im Team habe, ich meine, das sollte jeder wissen, ich gehe sofort raus, das ist eine Katastrophe. Lee Sin ist ein heftiger Champion, wenn du ihn kannst, aber niemand kann ihn. Ne? Und das mit den Ohren ist gar nicht so ein schlechter Tipp, weil er ist ja blind und ist auf seine Ohren angewiesen. Und ich finde halt, der Champion ist halt komplett useless, meistens immer. Aber oft wird er halt im Early Game fett, ne? So ein 8-0 Lee Sin und dann wird er halt useless. Man muss auch bei Lee Sin sagen, dieser Champion ist halt unglaublich gigamobil, macht unglaublich viel Spaß, hat richtig heftige Mechanics und deswegen ist Lee Sin hier dabei. Ja, wir müssen mal ein bisschen rennen, deswegen geht's direkt weiter. Nächster Champion. Mein Team muss permanent auf mich aufpassen, sonst inte ich. Könnten wieder sehr viele sein, bei einigen kann man sich aber, man kann es eigentlich schon eingrenzen. Ein Malphite ist es nicht. Eine Quinn könnte es sein, aber sage ich schon mal, ist es nicht. Hätte es aber sein können. Das liegt daran, dass ich theoretisch jeden killen kann. In der Praxis will ich einfach nur meine Godlike Mechanics zeigen, aber meistens int ich dann. Und Tipp Nummer 4, meistens int ich aber auch von Anfang an des Games. Also das ist nicht ausgeschlossen. Das sind alles Tipps so, ja, ich meine, schwammig. Nebelbombe. Wir reden hier nämlich von Vayne. 3,4% aller Spieler mainen Vayne. Vayne ist natürlich offensichtlich, also grundsätzlich, du musst, wenn du eine Vayne im Team hast, du musst die babysitten. Wenn du ein Supporter bist, dann renn Vayne den ganzen Tag hinterher. Legend. Appell von mir an dich. Renn dir den ganzen Tag hinterher. Wenn du Glück hast, carry sie dich dann. Wenn du Pech hast, ist sie super toxisch und rollt einfach in die 5 Gegner rein oder so. Mit Vayne kannst du jeden Gegner killen. Vayne ist quasi wie Fizz, nur auf AD. Fizz kann auch jeden Gegner killen, deswegen tradest du permanent. Vayne kann jeden Gegner killen, tradest du permanent. Auch dieser Champion, mobil, geile Mechanics, sieht cool aus. Potenziell sogar heiß, aber schwieriges Thema wahrscheinlich bei ihr, weil ich glaube, sie killt dich einfach oder so. Aber ja, Vayne, meine Freunde. Und damit kommen wir zum allerletzten Champion, beziehungsweise den Top 1 Champion, den alle Leute main, also nicht alle, aber halt die meisten. Ich habe einen Sternskin, einen Feuerskin, einen Wasserskin und einen Bloodmoon-Skin. Ich glaube, das war schon viel zu einfach. GG, ich bin raus. Aber dann, ja gut. Scheiße, ist das zu langes Video. Wie konnte das passieren? Hätte ich mal doch nur 6 gemacht. Ach, das klingt wie Sack, okay. Mein Angriff lädt sich auf. Tipp Nummer 3, nimm das Licht, es rettet dich. Und damit der allerletzte Tipp von diesem Champion und von dem Video. Meine Angriffsanimation ändert sich mit der Reichweite. Dieser Champion, den wir gesucht haben, mit 3,5% aller Spieler, der meistgespielteste OTP sozusagen, Thresh. Thresh, manchmal auch Trash. Ja, grundsätzlich muss man sagen, ja, sein Angriff lädt sich auf, das ist seine E, nimm das Licht, und dann natürlich die Laterne, was soll es sonst sein? Und ja, seine Angriffsanimation ändert sich mit der Reichweite, im Nahkampf haut er quasi nur mit dieser Kralle und im Fernkampf mit der ganzen Kette.
Und ja, er hat natürlich den Feuerskin, diesen Infernal, den Wasserskin, halt dieser mit dem Reifen da und so weiter, ne, den Blood Moon und den Sternenzerstörer da. Thresh muss man auch ganz klar sagen, also man merkt einfach bei allen diesen Champions, außer vielleicht bei Nami, wobei Nami auch für einen Supporter doch schon sehr anspruchsvoll eigentlich ist. Du hast Mechanics mit Q und Ultimate, man hat schon Sachen. Ne, aber sehr, sehr viele Mechanics hast, ne. Thresh auch hier wieder, du hast so unendlich viele Möglichkeiten, irgendwie den kompletten Playmaker rauszulassen. Und ich glaube, Leute spielen gerne einfach diese Montage-Champions. Man sieht ja auch viele Montagen und dann sagt man sich, boah, das will ich auch können. Und diese Champions machen halt einfach immer Bock, weil du so viele Möglichkeiten hast. Bei Champions, wo du einfach nur Q und E drückst, ist halt irgendwann langweilig. Bei diesen Champions hast du einfach so tons of Möglichkeiten. Ich mache euch hier oben rechts, wenn ich es nicht vergesse, ein Poll rein. Da könnt ihr jetzt abstimmen, wie viele Punkte ihr bekommen habt. Ihr könnt ja auch gerne sagen, bei welchem Tipp ihr welchen Champion erraten habt. Vor allem, falls es mal beim ersten Tipp war. Ob es zu einfach war, ob es zu schwer war, ob ihr Bock auf mehr habt. Und ich wünsche euch was. Haut doch rein. Auf Wiedersehen und tschüss.